geht, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal, wie man ein Auto mercht. Was ihr braucht, ist eine Arena-Werkstatt. Ihr braucht keinen gemoddeten RC-Bandito, ihr braucht nur das Auto mit den Teilen. Ja, hier ist ein kleines Beispiel, das habe ich schon alles gemacht. Das Auto bzw. Motorrad ist jetzt hier die Barty von Armin. Grüße gehen raus an Armin. Und ja, ich zeige hier gerade nur noch mal meine ganzen Autos und ich werde mal sagen, ja, wir fangen direkt an. Ihr braucht halt das Auto, das Spenderfahrzeug, in meinem Fall die Barty. Und jetzt hier die Furia. Da mache ich das Ganze jetzt drauf. Und ich werde mal sagen, wir fangen direkt an. Ihr stellt euch an den RC-Bandito. Und sobald der Mechaniker anfängt zu reden, müsst ihr das Internet rennen. Hier werden uns gleich Bilder angezeigt. Und ja, da werden angezeigt, wie man das Internet ausstellt. Aber ich darf mal. Ja, ich gehe mal von aus, ihr wisst, wie es geht. Ihr geht in die Einstellungen. Von den Einstellungen aus geht ihr zum Netzwerk und vom Netzwerk aus geht ihr auf mit dem Internet verbinden. Ihr, ja, guckt dann jetzt hier. Ihr drückt jetzt die Pfeiltasten links, wartet bis er redet. Bei mir hört man das nicht. Aber jetzt redet er. Ich habe das Internet jetzt ausgemacht. Da kam die Internetverbindung. Dann macht ihr PS-Taste, Doppel-PS-Taste und ja, drückt X auf wieder verbinden. Dann kommt hier die Meldung, Verbindung zur Sitzung kann nicht hergestellt werden und dann drückt ihr einfach X. Von dem Story-Modus aus bist ihr wieder in eine Einladesitzung. Ganz wichtig, es muss eine Einladesitzung sein. Ihr seid wieder in einer Sitzung, am besten spawnt ihr in der Arena. Dann holt ihr die Barty. Jetzt muss ich ein bisschen schnell sein, ja? Ich bin nicht der Beste im Erklären. Ihr drückt die Pfeiltaste nach rechts. Dann verändert ihr was an dem Auto. Ganz wichtig, am Auto was verändern. Ganz, ganz wichtig. Dann geht ihr auf Verkaufen. Das Auto wird sich nicht verkaufen. Das ist alles richtig so. Solange ihr was am Auto verändert oder am Motorrad. Ich verkaufe das Ganze jetzt, bekomme jetzt einen unendlichen schwarzen Bildschirm. Und jetzt müsst ihr euch eine Zielmodusmeldung holen. Ihr drückt die PS-Taste. Ja, ihr geht dann oben auf die Communities und da müsst ihr in die Communities reingehen. Ich warte hier, bis die Bilder kommen. Ich nehme die WFG Community und mein Controller ist leer. Scheiße. Dann geht ihr auf aktuelles Spiel. Vom aktuellen Spiel aus holt ihr euch ein. Raus, bei mir ist jetzt hier der Kollege. Und damit macht ihr euch eine Zielmodusmeldung. Dann kommt diese Meldung. Bist du sicher? Und wenn das dann geklappt hat, kommt diese Zielmodusmeldung. Sollte das nicht der Fall sein, Doppel-PS-Taste und jemand anderen benutzen. Ich hoffe, soweit ist alles gut erklärt und ich mache das gerade in einem Durchlauf. Fantastisch. Habt ihr das Ganze gemacht, dann lauft ihr in das Auto rein, was das Ganze bekommen soll und dann fahrt ihr mit dem Wagen einfach raus. Dann werdet ihr draußen sehen, das hat die ganzen Teile bekommen. Das geht übrigens auch mit einem F1-Wagen oder vom Auto auf eine Barty oder auf ein anderes Motorrad. Das funktioniert übrigens auch, habe ich schon getestet. Und ja, ihr könnt nicht reinfahren, ihr müsst jetzt aussteigen und da werdet ihr schon sehen, dass hier, ihr seht es gerade, das Auto despawnt. Ihr müsst einfach reinlaufen und wenn ihr dann drinne seid, ui, ich muss gleich mal was trinken. Wenn ihr dann drinnen angekommen seid, müsst ihr nur in das Auto einsteigen und was an dem Tuning-Teil verändern, weil sonst speichert sich das Ganze gar nicht ab. Und das ist schon an sich der ganze Glitch. Ihr braucht dafür halt keinen RC-Bandito, der gemoddet sein muss. Das braucht ihr gar nicht. Ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt ging. Das Video geht gerade mal 15 Minuten. Was für 15 Minuten? Sorry. Das Video geht 5 Minuten. Und ja, ihr verändert jetzt hier was, irgendwas. Außer die Farbe. Ihr wollt ja hier nicht die Farbe verlieren. Hier, ich habe Panzerung geändert und nochmal hier die Bremsen, um sicher zu gehen. Ich bin ja nochmal ein bisschen. Ja, ich gehe da auf Nummer sicher. Bei mir ist das ganz komisch. Und ja, ich bin dann raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst dem Video jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Teilt das Video jetzt noch mit euren Freunden, damit die sowas jetzt auch machen können. Das war's von mir. Grüße gehen raus an Armin. Armin.251 auf Insta. Wiederschauen und tschüss. Viel Spaß beim Glitchen.